Wir schauen natürlich noch einmal nach Sri Lanka. Die Regierung dort hat nach den schweren Terroranschlägen jetzt den Notstand ausgerufen. Für die ermittelnden Behörden bedeutet das vor allem mehr Kompetenzen und Befugnisse. Mittlerweile sitzen 40 Personen in Haft. Einheimische Islamisten sollen verantwortlich sein. Aber dass eine lokale Terrorgruppe Anschläge dieser Größenordnung allein durchgeführt haben soll, das wird bezweifelt. Die große Frage jetzt ist also, wer sind die Hintermänner? Geht weg, runter von der Straße, ruft dieser Sicherheitsmann. Auch andere Einsatzkräfte schreien Anweisungen. Sie haben schon wieder Bomben entdeckt und wieder in der Nähe der St. Antonius-Kathedrale, der wichtigsten Kirche der Katholiken in Sri Lanka. Diesmal lagen sie in einem Lieferwagen. Die Rede ist von Dutzenden Zündvorrichtungen, die hochgingen, als die Polizei versuchte, sie zu entschärfen. Insgesamt 90 solcher Sprengsätze wurden bis zum Abend gefunden. Ich denke, die Bomber sind eng mit Hamas, Hisbollah oder IS verbunden. Meine persönliche Meinung. Wir sind ein Entwicklungsland, ein so friedliches Land. Ich verstehe nicht, weshalb sich die Terroristen uns ausgesucht haben, sagt der zuständige Minister. Seit Mitternacht Ortszeit gilt der Notstand auf der tropischen Ferieninsel. 24 Festgenommene werden derzeit verhört. Sie sollen einer islamistischen Splittergruppe angehören, die die Regierung verantwortlich macht für die Anschläge. In der Hauptstadt Colombo, im Ferienort Negombo und in Batticaloa im Osten der Insel. Mindestens 310 Menschen starben, darunter 35 Ausländer. Die meisten der Opfer sind Christen. Auch ein Deutsch-Amerikaner und drei der vier Kinder des dänischen Modemilliardärs Anders Paulsen werden getötet. Für heute verhängte Sri Lankas Regierung Staatstrauer. Sie hat bei Interpol Spezialisten angefordert, die bei den Ermittlungen helfen sollen. Sprechen wir darüber bei uns im Studio der Sicherheitsexperte Malte Ruschinski. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Morgen. Fangen wir vielleicht erstmal mit dieser lokalen Islamistengruppe an, die dahinter stecken soll. Was weiß man über die? Das ist die NTJ, die National Tawhid Jamaat. Eine Gruppe, die seit ein paar Jahren, also etwa seit 2 bis 3 Jahren, schon auf dem Radar der sri lankischen Behörden ist. Eine Gruppe, über die es nicht viel international gibt. Der Anführer dieser Gruppe hat sich bekannt zum Islamischen Staat, hat die Sympathie für den Islamischen Staat bekundet in der Vergangenheit. Aber rätselhaft ist, weshalb diese relativ kleine lokale Gruppe über derartig große Kapazitäten verfügen soll. Wenn man sagt, rätselhaft ist, dann heißt das ja, dass man da jetzt auch versucht, dahinter zu steigen. Wer könnte es finanziert haben? Wer könnte mitgeholfen haben? Wenn Sie sagen, der Anführer hat sich eh schon zum IS bekannt, dann liegt der Gedankengang ja nahe, dass der IS in irgendeiner Weise seine Finger mit im Spiel hatte. Ja, dennoch muss man sehen, dass der IS eigentlich in Sri Lanka keine besonders starken Strukturen bisher hatte. Man muss jetzt also untersuchen, wie die Fähigkeit, diese Anschläge so komplex zu organisieren und sie quasi fast zeitgleich dann zur Ausführung zu bringen und das Beschaffen des Sprengstoffs, wie das dann zustande gekommen sein soll, aufgrund eines sehr, sehr schwachen Netzwerks bisher. Also das wird jetzt noch zu klären sein. Das Bessere, also wenn man überhaupt vom Besser sprechen kann, aber ein stärkeres Netzwerk hat in jedem Fall Al-Qaida, die ja in unterschiedlichen Ländern Asiens eh schon sehr, sehr aktiv sind. Das mit Sicherheit. Also in der Vergangenheit gab es auch Hinweise darauf, dass die NTJ sich ideologisch an Al-Qaida orientiert hat. Aber Al-Qaida hat auf der anderen Seite aktuell nicht mehr diese Art von Zielauswahl, wie wir sie gesehen haben am Ostersonntag in Sri Lanka. Diese vielen Zivilisten, diese Luxushotels, das ist eigentlich aktuell nicht mehr der Zieltrend von Al-Qaida. Sondern? Al-Qaida versucht sich stärker zu orientieren in Richtung der politischen Führung der vermeintlich ungläubigen Staaten und hat in der Vergangenheit auch immer wieder dazu aufgerufen, das Töten von Zivilisten eher zu unterlassen. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass eine lokale Gruppe hier eine andere Zielsetzung, eine andere Schwerpunktsetzung betreibt. Das ist eben auch klar. Allerdings passt das nicht so 100-prozentig zu der Ideologie von Al-Qaida. Kann man zum jetzigen Zeitpunkt bereits Ableitungen machen, was die Sicherheitslage bei uns in Deutschland oder in Europa angeht nach diesen Anschlägen? Eigentlich überhaupt nicht. Das ist ein vollkommen anderer regionaler Sicherheitskontext. Da können wir nicht direkt etwas von ableiten. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass diese Hotels, die zum Beispiel angegriffen worden sind, das sind ja 5-Sterne-Hotels, da war sozusagen die Erwartung natürlich, dass da eine gewisse Sicherheit herrscht. Und diese Sicherheit war nicht da auf Sri Lanka. Die Touristen konnten dort nicht entsprechend geschützt werden, obwohl dort sicherlich auch Sicherheitsvorkehrungen eingeführt waren. Die waren aber nicht ausreichend. Und das muss man sich insgesamt anschauen. Natürlich
natürlich global, weil es immer wieder auch Angriffe auf Hotels gibt. Herr Roschinski, danke schön für die Ausführungen.